Hallo, Fokus. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es eine kleine Review und zwar über den Long Lasting Liquid Lipsticks Rouge Signature von L'Oreal. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ich habe mir letztens in der L'Oreal Theke diesen Liquid Lipsticks gekauft, weil er wohl ganz neu ist und er soll bis zu 24 Stunden halt geben. Ja, ich habe mir die Farbe I Rule gekauft mit der Nummer 105 und ja, was der verspricht, der hochpigmentierte Ink-Lippenstift Rouge Signature verleiht den Lippen eine intensive Farbe. Die besonders langanhaltende Formel sorgt dafür, dass der Lippenstift auch nach dem Essen, Trinken und sogar dem Küssen so frisch aussieht, als sei er gerade erst aufgetragen worden, ohne zu verschmieren, zu bröckeln oder abzufärben. Yo, das wollen wir nämlich testen. Und ich werde den jetzt einfach mal mit euch zusammen auftragen. Vorher zeige ich euch noch das, den Applikator. Und zwar ist er ziemlich flach, ziemlich abgeflacht und oben sehr spitz zulaufen. Und dann hat er noch einen leichten Knick. Vielleicht erleichtert das den Auftrag. Wir werden sehen. Inhaltsstoffe könnt ihr bei CodeCheck abfragen, den Link werde ich unten verlinken in der Infobox und da könnt ihr einfach mal schauen. So, dann trage ich jetzt den Lippenstift auf. Aufgrund des Applikators, man kann wirklich sehr präzise auftragen, man kann auch so ein bisschen ausbessern mit der Spitze und ich muss sagen, er ist sehr, sehr dünnflüssig, ist nicht so cremig und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Lippen eher eingefärbt werden, also es ist keine, wie man das normalerweise kennt von Lippenstiften oder Liquid Lipsticks. Ich habe das noch nie bisher gehabt mit einem Long Lasting Liquid Lipstick. Die Textur ist sehr leicht, genau so kann man es beschreiben. Und der ist jetzt getrocknet und ich habe jetzt das Gefühl, ich müsste mit einem Pflegestift drüber gehen. Ja, also normalerweise ist es so, dass ich das nicht so gerne mag bei Long Lasting Liquid Lipsticks, wenn sie die Haut austrocknen und im Moment habe ich jetzt kein großartiges pflegendes Gefühl auf den Lippen, aber die Textur ist sehr leicht, muss man sagen. Ja, wir werden sehen. Ich würde mich dann einfach in ein paar Stunden melden. 24 Stunden nicht, das ist mir zu viel und auch völlig unnötig, finde ich. Auch wenn er das Versprechen gibt, 24 Stunden halten zu wollen, sollen. 6, 7 Stunden, 8 Stunden reichen völlig aus, denke ich. Okay, dann sehen wir uns heute Abend. Bis dann. So, da bin ich wieder. Es sind mittlerweile 8 Stunden vergangen und ich wollte euch jetzt mein Fazit abgeben für diesen Liquid Lipstick und ich hole euch jetzt ein bisschen näher ran.
Ja, wie man sieht, ist eigentlich fast nichts mehr übrig von dem Lippenstift. Vom Gefühl her, am Anfang fand ich das so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich hatte doch schon ein trockenes Gefühl gehabt, aber dann im Laufe des Tages habe ich eigentlich gar nicht mehr gemerkt, dass ich einen Lippenstift auf den Lippen hatte. Ich würde mal sagen, so nach drei, vier Stunden, habe ich schon gesehen, dass der Lippenstift kaum noch vorhanden war, beziehungsweise der hat sich dann hier so in meine Lippenfältchen reingesetzt und das drumherum, die Farbe, war eigentlich so gut wie verschwunden und sah dann nicht mehr so schön aus. Trotzdem habe ich den weiterhin getragen bis jetzt und wie man sieht, es ist kaum noch was vorhanden. L'Oreal sagt, bis zu 24 Stunden halt, ja, das kann sein, bis zu 24 Stunden, aber ich finde, 24 Stunden ist einfach zu hoch gegriffen. Sie hätten auch sagen können, bis zu 8 Stunden oder bis zu 10 Stunden, dann würde man das noch akzeptieren, aber bis zu 24 Stunden auf gar keinen Fall. Am Anfang hatte ich ja auch das Gefühl gehabt, dass die Lippen eigentlich nur eingefärbt werden. Also es war kein Vergleich zwischen anderen Liquid Lipsticks, wie man das so kennt. Die sind so ein bisschen cremiger und hier hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass die Lippen nur ein bisschen Farbe bekommen. Ja, es heißt ja auch minimale Textur, maximale Farbe. Und das ist Überbleibsel von meinem Swatch. Ja, die rosa Pigmente haben sich hier in meine Poren eingesetzt und ich muss auch dazu sagen, die kriege ich auch so nicht mehr ab. So, ich habe hier Reinigungstücher von Balea und ich kann rubbeln und schubbern, es geht einfach nicht ab. So, trotzdem ist es nicht auf meinen Lippen geblieben. Und von daher, wenn man den Liquid Lipstick nicht im Laufe des Tages nachziehen möchte, dann würde ich das hier nicht empfehlen und es gibt auf jeden Fall bessere. Ich habe auch eine Review gemacht über diese beiden. Die beiden Videos werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Die beiden haben bei mir sehr gut abgeschnitten. Einmal Superstay 24 Color von Maybelline, glaube ich, genau. Und Max Factor. Die haben auch super, super abgeschnitten. Und das hier ist gar kein Vergleich. Ja, genau. Mich würde interessieren, wie eure Erfahrung mit diesem Liquid Lipstick ist. Ich weiß nicht, ob ihr den schon ausprobiert habt, weil er ja relativ neu auf dem Markt ist, neu in der Theke ist. Und schreibt mir einfach in die Kommentare und ich bin mal auf eure Meinung gespannt, was ihr davon haltet. Ich habe auch schon überlegt, ob ich den vielleicht hätte schichten müssen. Das heißt also erstmal die erste Schicht auftragen, trocknen lassen und dann noch einmal eine zweite Schicht. Vielleicht hätte das ein bisschen besser funktioniert. Genau. Okay. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.